Internet ist wilder Westen, okay, das wissen wir Ja, beide. ja. Unabhängig davon, wie es deinen Kollegenkreis, Freundeskreis und so weiter jetzt aufgenommen haben, ne? Wie fühlst du dich und bist du zufrieden damit? Ja, auf jeden Fall. Ja, und um Also, mehr geht's gar nicht. genau, Und wie du richtig. das Also, dann jetzt betitelst, ne? Ob das ja. eine OP ist, eine Haartransplantation Ja. oder eine Schönheitsoperation, ne? Ja. Patrick, das ist mir sowas von Latte, ne? Wenn Ja, ich genau. merke, was mich dann glücklich macht, ne? Dann Ja. ist es mir egal, welches Label da drauf steht. Verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich, Bei auf jeden dir war Fall. jetzt zwar ein Preis noch unter dem Label, ne? Und hin und wieder, wie du es Ja. auch selber gesagt hast, der kann ziemlich hoch ausfallen oder eben niedrig, ne? Aber am Ende des Tages, wenn du damit gut gefahren bist, ne? Ja. Ey, so what? Das ist es halt gerade. Also ich muss auch sagen, dass, wie gesagt, was ich ja schon angedeutet hatte, im Laufe der Zeit, diese Meinung hat sich ja immer so durchgezogen und hat sich dann auch in eine gewisse Richtung entwickelt. Und im Endeffekt finden es jetzt vor allem von meinem engeren Kreis alles super. So. Und 98% der YouTube-Kommentare finden es auch toll. Ja, es gibt natürlich immer den einen, der da irgendwie rumstänkern muss. Baba, ein echter Mann macht sich eine Glatze, wo ich denke, echter Mann? Was ist die Definition von echter Mann? Was Moment ist mal gerade. echter Mann? Ja, Kann ich das ist auf halt wieder so. Wikipedia echter Mann eingeben und dann kriege ich, wen kriege ich denn da vorgesetzt? Richtig, genau. So eine Sache halt, ne? Aber das war mir von vornherein klar, aber generell mit dem Feedback und sowas alles, Und auch von. by the way, ich will dich wirklich nicht aufhalten, aber Ja. wie hirnrissig das ist, genau mir wurde nämlich genau das Gegenteilige gesagt. Ne? Ein echter Mann hat doch Haare zu haben. Und du Ach, da hörst, ist er ein echter Mann hat doch eine Glatze zu haben. Ja, ja. Wo sind wir hier gerade? Was stimmt Ja, jetzt hier und ja. was nicht? Richtig, genau. Jeder bringt da also so seine Meinung Exakt. rein, ne? Daran Und merkst du auch alles, dass jeder aus seiner Brille heraus sich seine Illusion halt schafft. Weißt du, wie ich meine? Und ja, wenn auf jeden jemand Fall. sich eben nur so sehen möchte, appliziert er das ja auf jemand anderes. Und das sagt viel mehr über denjenigen, der es sagt, aus, als über denjenigen, der es empfängt. Wenn ich Richtig. sage, ich habe das und das vorausgesetzt, so müssen die Leute wirken und sehen, das sagt viel mehr über mich aus, als tatsächlich du oder er oder sie oder es. Ja, richtig. Und so oder so kann ich nur sagen, also die Außenwirkung für mich, also wie gesagt, was du ja schon gesagt hast, mir tut es gut und das strahlt man halt auch nach außen ab. Ne? Wenn man sich in seinem Körper wohl oder wohler fühlt, dann hat man auch ein ganz anderes Auftreten. Und Definitiv. das hat sehr lange gedauert, bis ich das verstehe. Also das hat sich wirklich jetzt erst die letzten Jahre eingestellt. Die Menschen nehmen dich einfach anders wahr. Also du gehst ja auch ganz anders durch die Welt. Und Körpersprache ist halt so wichtig, das sagt so viel aus. Und das lernt man halt erst mit der Zeit. Und die ist halt seitdem wesentlich besser geworden. Mit den ganzen, mit den Haaren und dass man dann. Und dann bekommt man natürlich auch irgendwann, die Komplimente kommen natürlich auch noch irgendwann dazu. Und da zehrt man schon sehr von, weil ich bin kein Mensch, der großartig Komplimente bekommen hat in seinem Leben so. Aber irgendwann hat sich das denn eingestellt. Und ich sage dir, das liegt nicht unbedingt an, weil ich wieder Haare auf dem Kopf habe, sondern einfach, weil ich mich anders gebe. Und klar, logisch, die letzten 5, 6 Jahre, wo ich den YouTube-Kanal gemacht habe, ich muss natürlich anders auftreten, weil man ja auch verhandelt und für sich selbst, ne, alles macht und damit natürlich auch was erreichen will. Aber ich glaube, das, was es gemacht hat, ist wirklich die Alltagshaltung zu verbessern, anders durchs Leben zu gehen, vielleicht auch mit nicht mehr so allgesenkten Schultern, sondern schon ein bisschen gerader und ein bisschen vorausschauender. Und ich glaube, das macht den großen Unterschied am Ende. Nicht die Schönheits-OP an sich, sondern wie man sich damit am Ende fühlt. Ja, oder wenn man auch keine Schönheits-OP hat und sagt, hey cool, ey, mit Latze sehe ich ja viel cooler aus, so, weil man vielleicht vorher gesagt hat, ey Haare, Haare, Haare. Dann hat man sich dem halt gestellt, ne, und sagt, ja gut, jetzt fallen sie halt aus. Und im Endeffekt stellt man fest, hey cool, mit Latze sieht ganz anders aus. Und vielleicht läuft derjenige dann anders durchs Leben. Und das ist halt der Punkt, der dabei wichtig ist.